Moses. Das macht keinen Sinn. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass du das jetzt hinkriegst. Hallo, ihr schönen Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Lila Gorilla-Folge. Diesmal mit der lieben Julia Furdea. Ich bin die Valentina Walle und du sagst mir jetzt bitte, was machst du denn so? Was mache ich? Ich moderiere bei Krone Hits, ich moderiere bei Puls 4 das Wetter, bei Kaffee Puls, ich stehe mal sehr, sehr früh auf. Ja, das habe ich schon gehört. Und ein Instagram-Account habe ich auch noch so nebenbei. Sehr cool. Wann musst du denn aufstehen für dein Wetter? 3:15? Oh, das ist heftig. Das ist ich gehe sehr, sehr früh schlafen. Ja. Sie ist heute an dem, um die Uhrzeit aufgestanden, wo ich eingeschlafen bin. Wir haben aber eins gemeinsam. Wir waren, danke schön, vielen Dank. Make-up. Make-up ist alive. Make-up, ja. So, wir spielen heute etwas ganz Besonderes, weil dass du moderieren und schön reden kannst, das sieht man ja in unterschiedlichen Projekten bei dir. Deshalb möchte ich jetzt quasi eine Challenge mit dir machen, wo du etwas herausgefordert wirst und wir schauen, ob du immer noch so schön sprechen kannst, wenn du dieses Teil im Mund hast. Und zwar, so gehört das. Du hast gesagt, du kennst das vom Zahnarzt, gell? Ja, aber er tut mir immer rein. Okay. Natürlich, ich habe keine Ahnung. Luxuszahnarzt. Von dem her, das dicke Teil. Ja. Ist, glaube ich, innen. Gut, dass du es auch weißt. Glaube ich. Danke. Probieren wir es mal reinzugeben. Ganz genau so. Versuch mal was zu sagen. Hi. Also, ich kann nicht so geredet mit dir. Okay, aber das ist gut. Ja. Ja, hast du dich verstanden? Nein, das habe ich verstanden. Ich habe dich jetzt verstanden. Weißt du was? Jetzt kann keiner mehr sagen, ich habe kein schönes Lächeln mit dem. Du hast sowieso ein schönes Lächeln. Und mit dem noch schöner. Noch schöner. Das sieht man alle Zähne. Sogar die weißen Zähne, die nur noch nicht draußen sind. Ja, meine sind draußen. Also von dem her. Diese Schüssel hat ein paar Begriffe, die etwas mit Wetter zu tun haben, damit's auch, damit du einfach in deiner gewohnten Umgebung bleibst, wenn ich dich mit dem schon rausreiße. Dann let's go. Ich versuche jetzt zu erraten. Also es ist gar nicht mal so leicht, das reinzukriegen. Okay. Schön? Wunderschön. Okay, ich sehe mal. Falls wir sabbern, wir haben Servietten. Okay. Okay. Glitzt. Glitz. Blitz. Geblitzt. Geblitzt. Yes. Yes. So, jetzt bin ich dran. Schöne Zähne hast du. Dankeschön, du auch. Wer ist denn Zahnarzt? Ich kann nur nachher den Kontakt weiterarbeiten. Ja, Schein. Was? Einsingen? Ja, Schengen. Wieder? Ja, Schengen. Schengen. Ich verstehe singen. Ja, Schengen. Schengen. Es rennt. Ja, Schengen. Was? Bin ich ja, Schengen. Schengen. Seiten. Sonne. Ja. Ja. Das ist ein Pferd. Ja. 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 Also. Über? Ja. 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 Schengen. 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 Über Schengen? Nicht fast. Schengen. Schengen. Überschwemmung. Ja. Das war eine schwere Geburt. Ich dachte, das wird wohl leicht. Also, ich weiß nicht. Hab's nur ich nicht verstanden. Schreibt mal in die Kommentare, bitte, ob ihr es gemerkt habt. Ich bin mir jetzt gerade echt voll dumm vorkommen. Das wird jeder verstehen, nur ich nicht. Okay. Ich dachte, dass es einfacher wird. Aber ich bin. Die ganze Zeit singen, ich muss mit singen. Soll ich? Ja, it's your turn. Es steht jetzt 1:1. Okay. Du siehst so wunderschön aus. Oh, danke. Hey, welcome. Was? Wolken. Wolken. Ja, Wolken. Nochmal bitte lauter, ich verstehe dich nicht. Bewölkung. 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 Ja! Oh mein Gott. Ich glaube, oft darf man es gar nicht so langsam sagen, sondern muss es einfach
Schneller, ja, schneller sein, wahrscheinlich. Ich hab's nicht. Also ich hab ja, das ist Völkung. B. Völkung irgendwas. Und der Vormittag beginnt eigentlich in ganz Österreich sehr sonnig und am Nachmittag dann ganz viel Völkung. Völkung. Bricht dann nicht dezent. So. Okay. Alter. Alla. Oh Gott, das ist echt schwer. Alla. Alla. Es tut mir leid, wenn ich dich anschicke. Also spuckst mich nicht an. Alla. Alla. Ebbe. Ah, das war nur geraten. Ich habe nichts verstanden. Ich habe einfach nur gedacht, ein kurzes Wort. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass du das jetzt hinkriegst. Das no B, offense. Oder? Das ja. B. Das geht einfach nicht. Ja, vor allem das ganze Wort besteht aus zwei Buchstaben. Richtig gut. Wir sind jetzt eigentlich gleich voll auf. Gut, oder? Das bedeutet, wir haben jetzt die entscheidende Runde. Und du kannst doch immer noch sehr schön sprechen, trotz diesem Teil. Oh, danke schön. Danke, mein Sprechtrainer. Hier, da ist ja... Weißt, wenn du Sprechtrainer bist, dann musst du deinen Schülern das immer geben. Echt? Wenn die das mit dem sprechen können, dann können sie alles. Voll. Oder? Schau. Das vielleicht ist ein Patent drauf, bitte, das ist jetzt mein Ding. Vielleicht werde ich Sprechtrainerin, kann ich mir unbedingt, noch unbedingt, Taschengeld ja. auffrischen. Ja, voll. So, die nächste Runde entscheidet Schwarz. Jetzt. Lila. Lila! Wenn ich das in 20 Sekunden nicht errate, hast du gewonnen. Du hast gerade 20 Minuten eingeben, also... Okay, geht's? Es geht. Ich bin bereit. Ich bin nervös und ich schütte. Geschüttet? Ja. Nervös. Das ist so... Okay. Geht? Geht. Hätte ich auch. Verdammt, ich darf nicht lachen. Ritterhasch. Ritterhasch. Das macht keinen Sinn. Ritterhasch. Ritterrost. Wetterhasch. Wetter irgendwas. Wetterhasch. Wetter irgendwas. Wetterhasch. Wetterfrosch! Ja! Ich schau Wetter. Wetterfrosch! Oh mein Gott! Das war on time. Okay, ja, eigentlich haben wir beide hiermit gewonnen. Das müssen wir schon sagen, weil das war genau perfekt on time. Ich möchte mit dir den Sieg schenken. Ich möchte mit dir den Sieg teilen, meine ich. Danke, dass du ihn mit mir schenkst. Sehr lieb von dir. Na komm, machen wir noch, oder? Machen wir noch den eine? Letzten. Okay, machen wir noch eine. Letzte machen wir. Okay. Oh, habe ich noch eine Chance. Ich bin gespannt, ob ich's errate. Jetzt. Eins, zwei, drei. Hen. Heng. Hen. Tön. Ja! Sehr gut. Sehr gut. In 7 Sekunden. Ja, dann hast du gewonnen, weil ich habe 20 gewonnen. High five. Yes! Sehr gut. Geil. Nein, richtig cool. Gute Wörter. Ja, muss auch sagen. Und vor allem halt mit so einem Teil im Mund nicht so leicht zum Aussprechen. Aber ich finde es mega geil, dass du mitgemacht hast, weil ich war mir nicht sicher, ob du mitmachen wirst. Wieso? Bei diesem Spiel. Ja, weil nicht so viele Leute sich so einen Teil einfach so in den Mund stecken, um dann so auszusehen, wie sie halt aussehen. Naja, ein Grund mehr, das zu machen, wenn man es eh nicht genau. macht, oder? Ganz genau. Aber ich danke dir. Du hast dich unglaublich gut geschlagen. Ja, danke also, dir. Du bist zu Recht eine sehr gute Moderatorin. Oh, danke schön. Schaut natürlich auch unten bei den Links vorbei. Da werde ich auch ihre Sachen verlinken, damit ihr da auch mal vorbeischauen könnt. Ihr Instagram Merci. Ist auch wunderschön. Und ich schaue deine Storys unglaublich gerne. Vor allem, man kann bei dir bei einer Wetter-Challenge immer mitmachen, gell? Genau, ja. Man kann mir immer wieder Bilder schicken. Genau. Und die zeige ich dann bei Kaffee Puls live. Das ist mega cool. Ich muss da auch mal mitmachen. Ja, unbedingt. Voll. Dann komme ich ins Fernsehen. Danke dir, dass du da warst. Danke dir. Schreibt in die Kommentare, welches Wort ihr am besten gefunden habt. Und ob ja. ihr Überschwemmung gecheckt habt oder nicht. Und ansonsten... Und Ebbe. Und Ebbe. Hey. Und Ebbe. Ich werde jetzt meine Lippen einschmieren, weil die sind schon trocken. Mhm. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.